Herzlich willkommen, meine Freunde, zu Supercard, zu WWE Supercard. Wie lange habe ich diese Ankündigung eigentlich nicht gemacht? Ich kann es euch sagen, ungefähr 2 Jahre. Ungefähr 2 Jahre ist das letzte Supercard-Video her, weil ich mit Start von Season 7 aufgehört habe. Also Season 6 ist die letzte Season, die ich damals gespielt habe. Ich habe bereits angekündigt, dass ich mit Season 9 wieder einsteigen werde in Supercard. Also richtig einsteigen. Jetzt nicht komplett auf Endlevel-Grind, aber ich werde auf jeden Fall wieder mitspielen. Ob wir ganz oben angreifen, mal schauen. Aber ich hab schon Bock auf das Spiel wieder. Ich brauchte diese Pause auch. Ich habe es auch ehrlich gesagt lange Zeit gar nicht vermisst. Und hab aus Langeweile eigentlich mal reingeguckt. Hab dann meinen Account erstmal nicht bekommen. Oder konnte mich zumindest nur auf meinem Tablet einloggen, weil sie Facebook abgeschaltet haben. Und das ist komplett an mir vorbeigegangen. Also musste ich erstmal gucken, dass ich den Account wieder quasi auch auf anderen Geräten spielen kann. Und das ist jetzt der Fall seit, boah, ich weiß gar nicht, wann kam der Post, den ich gemacht habe, wo ich angekündigt habe, dass ich bei Season 9 wieder dabei bin. Ich glaube, es ist 3 Wochen her. Also wenn ihr das Video seht, das sollte am Donnerstag kommen. Es wird auch Donnerstag kommen, gehe ich von aus. Ich nehme das jetzt am Montag auf. Unschwer zu erkennen an der Restlaufzeit. Wir haben jetzt gleich 11 Uhr. Ja, hier seht ihr auch RTG, Team RTG, demnächst verfügbar. Könnt ihr euch ja ausrechnen, wann das Video kommt. Im Moment spiele ich das ganz locker. Ja, also ich bin ja jetzt nicht in Eile. Ich muss jetzt in Season 8 nichts mehr mitnehmen, da ich in Season 9 neu starte. Und wenn sich nichts verändert hat, bekommen wir 3 neue Stufen. So war es auf jeden Fall zu meiner Zeit, muss man ja mittlerweile sagen. Und deswegen spare ich mir auch alles auf. So, ich gebe jetzt keine Coins großartig aus. Ich werde hier meine Tickets nicht ausgeben. Ich gebe nichts aus. Wir machen aber trotzdem gleich ein Pack auf. Also ganz ohne Pack-Opening lasse ich euch heute nicht hier aus diesem kleinen Teaser-Video raus. Denn es soll nur ein kleiner, ja, so ein kleines Ködern sein, kann man sagen. Ein kleines Anködern, ein kleines Heißmachen, auch auf Season 9. Wo ich sehr gespannt bin, was es Neues gibt. Ich weiß hier gar nichts. Wargames zum Beispiel, keine Ahnung. Gab's in Season 6 noch nicht. Zumindest erinnere ich mich nicht daran. Finde ich, ist ein cooler Spielmodus. Ja, hab den jetzt ein bisschen gespielt. Wie gesagt, ich spiele es ganz locker. Davor gab es, glaube ich, Clash of Champions. Da war ich nie der allergrößte Fan von. Hat sich auch ehrlich gesagt nicht geändert. Hab da auch ein bisschen mitgespielt. Und bin trotzdem fast zur Eventkarte gekommen. Obwohl ich echt nicht viel gemacht habe. Also wirklich kaum gespielt. Und trotzdem war ich mit 12.000... Also auf Platz 12.200 irgendwas. Und bei 10.000 gibt es halt die Eventkarte. Also habe ich da auf jeden Fall das gute Pack noch bekommen, ohne mich großartig anzustrengen. Was mich sehr gefreut hat, weil, wie gesagt, ich will das ja locker angehen. Das Ganze soll nicht wieder zu Arbeit und Stress mutieren und mir dann irgendwie die Lust auf das Spiel versauen. Ich will das ganz entspannt machen. Deswegen bin ich auch aktuell in keinem Team. Also ich könnte hier, ne, du musst einem Team sein, um daran teilnehmen zu können. Ich bin aktuell in keinem Team, weil, wie gesagt, im Moment spiele ich sowieso einfach nur des Spaßes willen. Aber, was natürlich sehr nice war, ich hatte ja ein Season 6 Deck. Das heißt, jede verdammte Karte, die ich gezogen habe, hat mein Deck natürlich gepusht, weil ich alles gebrauchen konnte. Und das Schöne ist, ich habe sehr viele QR-Codes im Netz gefunden, wo ich eigentlich dachte, boah, ich habe bestimmt 15 Stück oder so gefunden. Und ich dachte, ey, ich probiere es zwar aus, aber ich glaube nicht, dass die noch gehen. Und ich sag mal so, von den 15 Stück gingen locker 10 Stück. Die haben noch funktioniert und ich hatte richtig gute Karten da drin, die mich auch erstmal ein bisschen gepusht haben, um durch Season 7 und 8 überhaupt mal ein bisschen durchzukommen, weil mir das ja alles gefehlt hat. Hab dann massenweise Coins bekommen für jede Stufe, die ich aufgestiegen bin. Und auch sehr, sehr geile Karten dabei gewesen, die sogar für Season 8 stark waren. Hab natürlich auch meine ganzen Freebies gezogen, hab dann auch meine Triumphe? Nee, nicht die Aufgaben. Genau hier. Die Dinger, ja, 20 Spiele, 50 Spiele, 100 Spiele. Ja, das habe ich dann auch alles nach und nach freigeschaltet.
Hat mega Bock gemacht. Und ich will euch mal ein paar Karten zeigen. Denn es lief ja auch, das Event ist, glaube ich, zu Ende, ne? Wo man diese Coupons eingeben konnte. 6 Coupons und dann nimmst du an so einer Verlosung teil. Habe ich auch einiges mitgemacht. Und ich zeige euch mal, was ich so bekommen habe. Also ihr seht ja hier, das sind alles Karten, die mir mega geholfen haben. Ja, auch hier die Royal Rumble Karten, die ich hier gelevelt habe. Alles super gut, hat mir alles geholfen, mich zu pushen. Dann schöne Karte gezogen hier, Wendy Richter. Aus diesem Verlosungstopf auf WrestleMania 38 habe ich mittlerweile gar nicht mehr gelevelt. Die werde ich aber noch hochleveln, weil sie halt, ich brauche sie halt. Und dann gucken wir mal weiter oben. Das hier zum Beispiel war ein QR-Code, wo ich einfach Hollywood Hulk Hogan vom 2K22 Spiel bekommen habe. Mega nice, der Code ging noch. Und hier seht ihr schon die gute Trish Stratus auf Ronin. Einfach mal auf Ronin gezogen. Das war, glaube ich, auch innerhalb der Verlosung. Mega Glück. Ich habe 2-mal den 1-2-3-Kit gezogen und konnte ihn sogar prone. Auch das war, ich glaube, die Verlosung und dann habe ich den noch irgendwo herbekommen, aus irgendeinem Pack. Ich weiß aber gar nicht mehr woher. Auf jeden Fall auch 2-mal gezogen und mega Glück gehabt, dass ich da einen Pro rausmachen konnte. Hat mich extrem weitergebracht. Dann habe ich 2-mal Mr. T auf Ronin bekommen. Ebenfalls aus dieser Verlosung. Also, ganz ehrlich, ich habe das Spiel 6 Jahre gespielt und habe niemals so ein Schweineglück bei irgendeinem Event gehabt wie hier. Man könnte meinen, sie wollen mich ködern und haben mir deswegen diese Karten ermöglicht. Der wird übrigens auch ein Pro, bin ich auch gerade am Machen, ne? Der muss noch ein Match machen. Gelevelt ist er schon, der ist auch gelevelt, muss noch ein paar Matches machen. Dann wird auch das ein Ronin Pro. Und in der letzten Auslosung habe ich tatsächlich Stunning Steve Austin auf SummerSlam BCE bekommen. Das ist natürlich mit Abstand meine stärkste Karte. Nicht nur, dass sie cool aussieht und überhaupt das ganze Figurendesign, was wir hier haben, als würde man sich so eine Actionfigur kaufen, feiere ich total ab. Aber Leute, SummerSlam BCE. Das ist eine Top-Tier-Karte und dementsprechend bin ich natürlich auch auf einem guten Niveau hier. Ronin Plus. Innerhalb von 3 Wochen von einem Season 6 Deck auf Ronin Plus. Wenn wir hier drauf gucken, dann sehen wir Ronin und dann kommt SummerSlam BCE. Das heißt, ich bin innerhalb von 3 Wochen von Season 6 fast im Top-Tier gelandet und habe mich tatsächlich kein bisschen angestrengt. Da war ich sehr verblüfft, es hat mich gefreut und deswegen habe ich habe auch immer mehr Bock darauf bekommen, wieder einzusteigen. Und ja, das als kleine Erklärung, als kleiner Teaser, wie ich denn überhaupt wieder dazu gekommen bin, wie mich die Lust wieder gepackt hat und vor allem, wie weit bin ich denn gekommen in diesen 3 Wochen? Sehr weit, würde ich sagen. Sehr weit. Natürlich spare ich mir das alles auf. Wir werden zu Season 9 dann ordentlich meine Ressourcen rausballern, die ich alle noch aufgespart habe, noch aus der letzten Season. Können wir ja mal hier gucken im Supercard-Shop, wie viele Dinger ich da habe. Es gibt ja gar keine Money-in-the-Bank-Sachen mehr. Musste ich auch erstmal lernen, dass es gar keine Verträge mehr gibt. Ja, für mich war das alles, sind das alles Money-in-the-Bank-Verträge. Und dann sehe ich hier mega coole Karten natürlich. Und wäre auch verleitet, mir eine zu holen. Dachte mir dann aber, ey, es lohnt sich nicht. Wir bekommen neue Karten und neue Stufen, wenn Season 9 ist. Spar es dir auf. Egal wie sehr es in den Fingern juckt. Und genau das werde ich auch machen. Alles aufsparen und zur neuen Season, hoppala. Kleiner Fauxpas. Zur neuen Season wollen wir dann hier ordentlich was kaufen und einlösen. Auch die Tickets. Wir haben ja auch Tickets, die wir hier täglich bekommen. Ich habe jetzt 94. Es werden natürlich noch ein paar mehr werden. Auch die werden wir dann zur Season 9 rausballern. Und auch Coins hier, diese Coins, das ist ja die Echtgeldwährung, davon werden wir mindestens ein fettes Pack öffnen zur neuen Season, um reinzustarten. Um direkt reinzustarten und vielleicht schon auch dort dann die erste Stufe vielleicht irgendwie zu überspringen, dass wir direkt so an die Top-Tier-Karten irgendwie kommen. Mal schauen, es ist auf jeden Fall ein kleiner Kickstart geplant, aber bevor ich das Video jetzt beende, möchte ich natürlich die Aufgaben hier, dieses Pack mit euch öffnen. Es kann eine Ronin-Karte drin sein. Ich weiß gar nicht, ob das zwingend Ronin ist. Ich glaube nicht. Es kann, glaube ich, auch was anderes sein. Ich habe alles erledigt hier. Es war auch alles nebenbei.
Ne, an den Supermove muss ich mich noch gewöhnen. Das hat mich schon einen Survivor Series Sieg gekostet, dass ich den Supermove nicht genutzt habe. Aber ja, auch hier habe ich gute Karten gezogen. Gute Manager, gute Verbesserungen und sowas. Alles sehr, sehr nice. Und wir öffnen jetzt hier unser, ja, Gebrauchsfeiertag. Ja, gebrauchsfertig oder wie das hier heißt. Haben wir auf jeden Fall fertig und wir öffnen dieses Pack gewohnt mit dem Countdown in 3, 2, 1, Feuer, frei. Und wir haben einmal Jimmy Hart. Das ist ein Ronin-Manager, oder? Ja klar, für Blinde ist es hier fett drauf gedrückt. Finde ich geil, habe ich natürlich nicht. So gut wie jedes Mal, wenn ich mein Deck oder mein Draftboard, ja, leer mache, ist da irgendwas bei, was ich noch nicht hatte. Jimmy Hart ist natürlich nice. Ronin-Manager, weiß ich gar nicht, ob ich schon einen habe. Aber sehr, sehr gut. Und wir gucken mal, hier haben wir noch eine Ronin-Karte drin. Vielleicht eine normale, vielleicht auch so eine Special-Karte. Gucken wir mal. Es ist eine Special-Karte und es ist The American Dream Dustin Rhodes. Auch das ist natürlich sehr, sehr nice. Hilft mir extrem weiter. Ihr habt mein Deck gesehen. Natürlich hilft mir so eine Karte auch für Events oder so, wenn ich da ein bisschen kämpfen will. Wir sind ja nicht bei FIFA. Ist auf jeden Fall eine geile Karte, über die ich mich mega freue. Ne, machen wir erstmal fest. Wir wollen die ja nicht aus Versehen verbraten. Und ja, ich würde sagen, dass das doch sehr nice war. So, oder was sagt ihr? Und wir machen jetzt noch was. Was ganz verrückt ist, wir gehen mal auf Draftboard. Auch das musste ich erstmal lernen. Wir nehmen mal eine Karte, egal welche das ist. Die nehmen wir. Beenden das Draftboard. Und hier unten haben wir Kartenstaub. Gab es auch zu meiner Zeit nicht. Ja, habe ich hier extra gewartet. 5.995. Die hauen wir jetzt weg. Und dann bekommen wir Staub. Und dann kommen wir, wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe es ja noch gar nicht gemacht. Genau, bekommen wir einen exklusiven Draft-Pick. Für unser exklusives Draftboard. Genau, und hier sind ja immer, was ist hier eigentlich? Ich habe mir das auch, ich weiß gar nicht, ist hier immer eine krasse Karte drin? Oder nur wenn ich es zurücksetze, ist dann eine aus meiner Stufe dabei oder sowas? Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich weiß es nicht. Aber ich finde es geil. Ich habe noch nie eine Karte von hier gezogen. Das ist die allererste, also Premiere. Wir fangen oben links an und werden uns nach unten rechts durcharbeiten, komme was wolle. Und ich bin sehr gespannt, was überhaupt da drin ist. Genau, es ist eine Road to WrestleMania. Okay, wir haben also nicht unsere Stufe, aber ich glaube, es ist, wenn wir das Board zurücksetzen, dann ist es immer unsere Stufe. Wenn ich es richtig verstanden habe, ihr könnt mich da gerne korrigieren oder mir Tipps geben oder Hinweise, ja, um reinzukommen. Es gibt bestimmt noch einige Sachen, die ich nicht weiß, ja, genauso wie die ganzen Specials, die die Karten jetzt haben. Kenne ich mich auch noch nicht so richtig mit aus. Hab mich immer gewundert, warum zweimal dasselbe Match passiert, bis ich geschnallt habe, dass es ein Reversal Peak oder Perk gibt, dass das beeinflusst. Hat ein bisschen gedauert. Ich dachte immer, hä, warum spinnt denn mein Spiel so rum? Warum kommt denn zweimal der gleiche Kampf? Ja, hat alles seinen Sinn auf jeden Fall. Und hier sind halt immer gute Karten drin. Quasi so, als würde man das Board, das normale Board resetten und bei der letzten Karte müsste dann immer ein Pull quasi sein von deiner Stufe. So habe ich es zumindest verstanden. Das ist das exklusive Draftboard. Jetzt will ich aber noch eine Sache wissen. Wenn wir jetzt nämlich fertig sind. Okay, wir brauchen immer 6.000, ist das richtig? Wir brauchen immer 6.000. Um ehrlich zu sein, Bradshaw brauche ich tatsächlich nicht. Deswegen machen wir die gleich wieder zu Sternenstaub. Sternenstaub, sage ich schon, Kartenstaub. Und füllen die Leiste wieder auf. Und gucken mal, was beim nächsten Mal rumspringt. Das wollte ich einfach nur mal on-air ausprobieren. Habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Finde ich aber auch ganz cool, dass es das gibt. Und bin sehr gespannt. Auch gerne, wenn ihr schon irgendwelche Infos über Season 9 wisst oder Vermutungen oder sowas, gerne auch in die Kommentare ballern. Alles, was euch auf dem Herzen liegt, haut es in die Kommentare. Schreibt mich voll, gebt mir Tipps. Ich kann es wirklich gebrauchen nach 2 Jahren Pause. Und in Season 9 werden wir uns wiedersehen. Es wird jetzt erstmal kein Supercard-Video bis Season 9 geben. Das ist nur so ein kleiner Anreiz gewesen, ein kleiner Anheizer, um mal den Stand der Dinge zu erklären. Ist auch ein bisschen leichter, das Ganze zu sprechen, als es immer irgendwie als Community-Post zu bringen.
Ne, so kleine Ankündigungen kann man da machen, aber sich richtig erklären und was man denn so erwartet und wie man sich fühlt und dann mit dem Spiel und so, das geht einfach alles besser, wenn ich davon ein Video mache. Und das ist hiermit getan. Ich denke mal, dass das ganze Design drumherum jetzt noch nicht final ist. Ja, das wird jetzt einfach schnell gemacht. Für Season 9 werde ich das ein bisschen hübscher machen und dann starten wir rein mit WWE Supercard. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich freue mich auf jeden Fall, mal wieder dabei zu sein. Ja, vielleicht wird ja auch der ein oder andere, der es früher geguckt hat, dabei sein und sich darüber freuen, wenn ich wieder ein paar Videos bringe. Wie das Ganze ist, wann die Videos kommen, in welchen Abständen oder an welchen Tagen, muss ich mir alles noch überlegen. Der Sendeplan auf dem Kanal hier ist immer sehr voll. Ich habe Projekte, die extrem aufwendig sind, aber ein Video die Woche kann man schon irgendwie raushauen, denke ich. Ist auf jeden Fall der Plan, ein Video die Woche zu bringen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Es soll auch nicht viel zu lange sein, als wir sowieso schon jetzt gelabert haben. Aber ich bin schon wieder so ein bisschen im alten Supercard-Feeling. Ich habe so ein paar Déjà-vus und es freut mich. Es freut mich wirklich wieder, dieses Spiel zu spielen. Und ja, bin heiß auf Season 9. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Rindje hauen. Bis zum nächsten Mal.